Ja, hallo, servus, ich bin Austin Buschmann und möchte euch heute mein Survival Knife zeigen. Also bleibt dran. Survival Messer ist das SE5 und zwar das SE5 ist aus 1095er Carbonstahl, ein sehr stabiles Messer. Die Klingenlänge ist 13,2 cm, der Griff ist 14 cm lang, die Klingenhöhe ist 4 cm und die Stärke ist 6,5 mm. Ein sehr stabiles Messer. Die Gesamtlänge ist 27,5 cm lang und dieses Messer ist designt worden von Military Serie Instructors. Und zwar Serie bedeutet Survival, Evasion, Resistance und Escape. Das heißt Überleben, Ausweich, Widerstand und Flucht. Dieses Messer ist ein reines Survival Messer. Hier oben an der Lanyard Hole befindet sich auch ein Glasbrecher. Dann hier haben wir weiter eine Bow Drill, um Feuer zu machen. Ich selbst habe das nicht ausprobiert. Dann habe ich hier oben mir die Pulverbeschichtung runtergegeben. Und zwar, dass ich hier mit meinem Feuerstahl Funken schlagen kann, dass ich nicht extra etwas mitbrauche, um Feuer zu machen. Der Griff ist selbst aus Mikata. Die Klingenform ist ein Droppoint und Plain Edge Ausführung. Mit diesem Messer ist man sicher auf alles gut vorbereitet. Das einzige Manko an diesem Messer ist das hohe Gewicht. Man kann aber dadurch, dass es sehr schön in der Hand liegt, hier der Zeigefinger findet automatisch seinen Platz, der Daumen dort, wo er hingehört, um Druck zu erzeugen zu können, um besser zu arbeiten. Man kann da auch sehr schön damit schnitzen, grobe Schnitzarbeiten gehen damit und es gehen auch relativ feine Schnitzarbeiten mit diesem Messer. Ich bin sehr zufrieden. Das einzige Manko ist wirklich das hohe Gewicht, aber dafür erspare ich mir die Hacke, weil mit diesem Messer kann man auch sehr schön betonen und hacken. Ja, ich würde es jedem auf alle Fälle weiterempfehlen. Es gibt es auch noch in verschiedenen Ausführungen, und zwar die Farbe hier ist jetzt Black, gibt es aber noch in Desert Tan Olive Dart, und zwar der Preis von je nach Ausführung und Lieferumfang ist von 150 bis 250 Euro. Ich habe mir dann noch dazu bestellt das Mole Pack. Das ist das dazu gelieferte Kydex Sheet. Da passt das Messer irrsinnig gut hinein und hier hat man eine Schraube, mit der man das dann fixieren kann, und das Messer ist wirklich sehr gut gegen Hinausfallen gesichert. Dann habe ich dann noch die Pouch. In dieser Pouch habe ich eine kleine Altdeutsch-Dose. Ist jetzt nicht wirklich das Survival Kit, sondern da habe ich einfach alles drinnen, was ich so zum Feuer machen benötige eigentlich. Und sonst noch ein paar Kleinigkeiten wie ein Superkleber und. Ja, ich kann das Messer in dieser Kombi sehr gut weiterempfehlen. Ich habe es auch oft hier mit diesem Mollebag auf den Rucksack geschnallt und kann auch schön das Messer dann ziehen. Das geht irrsinnig gut mit dieser Kydex Sheet. Ja, was gibt es dazu zu sagen? I'm loving it. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es heißt, Austin Buschmann zeigt euch was, geht wieder auf die Berge oder sonst irgendwas. Das Wichtigste ist nur, ihr schaltet es wieder ein. Ciao.